Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. Wir haben endlich den LKW voll, oder fast voll, mit unseren geschnittenen und getrockneten Brettern. Es war gerade ein riskantes Überholmanöver, zum Glück habe ich es noch rechtzeitig gesehen und abgebrochen. Und sind jetzt gerade auf dem Weg zum Holzverkauf. Verkaufen unsere ersten Bretter, machen unser erstes eigenes Geld so wirklich. Und fahren dann direkt zum Autohändler und gucken mal, was der haben möchte. Also der LKW ist mega geil. Einerseits lässt er sich richtig gut lenken. Dann fährt er hier mit einer 70 durch. Das schafft nicht mal unser Pickup. Also ich glaube, wir schließen die Quest mit James einfach nie ab. Wir behalten den. Ich hoffe jetzt nicht, dass der nach ein paar Tagen mal vorbeikommt und sagt, ey, wo ist mein LKW, du Sack? Und ich zeig dich an. Aber ich glaube nicht. Wir haben viel zu nette Nachbarn. Das sieht fast aus, als wäre hier die Annahmestelle. Wir steigen erstmal aus. Lassen den hier stehen. Wegfahrsperre ist drin. Kann uns niemand was. Und dann quatschen wir vielleicht erstmal mit ihm hier. Sieht so aus, als würde er hier arbeiten. Erik. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute. Wir sind hier alle beschäftigt. Was brauchst du? Ist ja sehr freundlich. Was kann ich hier verkaufen? Was kann ich hier verkaufen? Wir kaufen eine Menge Zeug. Stämme, Paletten, Bretter, Platten. Alles, was das Sägewerk produzieren kann. Wir sind stolz darauf, der größte Markt in der Region zu sein. Wir kaufen auch Rinde und Späne an. Unsere Preise sind unterschiedlich, aber immer noch die besten in der Gegend. Das sagen sie alle. Ich habe Baumstämme zu verkaufen. Wo willst du sie hinhaben? Bring sie einfach zur Rampe. Wir holen sie von dort ab. Ich habe einige Bretter zu verkaufen. Wo soll ich sie abladen? Bretter, Platten und dergleichen. Dort drüben, bei dieser Rampe. Schau genau hin. Du wirst die Markierungen erkennen. Wie verkaufe ich Rinde und Späne? Lade sie bei diesem Silo ab. Dort drüben ist eine spezielle Halde. Achte darauf, dass nichts woanders verschüttet wird. Ich habe keine Zeit, die Sauerei aufzuräumen. Ich muss los. Bis bald. Ja, der freundlichste war es nicht, aber dafür ehrlich und direkt. Ist ja in Ordnung. Das hier ist das Silo, also sprich, hier wird wahrscheinlich die Rinde hinkommen. Wir müssen echt gucken, dass wir das nicht verschütten, das bezahlt er dann wahrscheinlich nicht. Jetzt lasst uns mal kurz Ausschau nach der Rampe halten, von der er die ganze Zeit redet. Hier? Das ist ja nicht... Hä? Das fände ich cool, wenn das Spiel eventuell doch... etwas markieren würde. Also hier sind auf jeden Fall Bretter drauf, also nicht Bretter, sondern geschnittene Stämme. Hier auch. Weiß nicht, ob hier eine Palette drauf passt. Ich glaube fast nicht. Was haben wir denn hier drüben noch? Obwohl, nee, hier. Kommen hier die Späne hin? Nee, er meinte ja, da ist eine spezielle Markierung. Das sieht für mich hier nicht nach spezieller Markierung aus. Was haben wir hier Schönes? Er meint ja mit den Spänen bei der speziellen Markierung an den Silos. Also, das wird auf jeden Fall das hier sein. Aber eine Rampe, was haben wir hier drüben noch? Ist ja auch nicht wirklich eine Rampe. Hier haben wir noch was. Meinte er das hier? Aber hier ist ja auch so Spänezeug. Ach Mist, warum kann denn das Spiel da nicht mal ein bisschen was markieren? Bretterholzmarkt. Ach, okay. Wir hätten vielleicht einfach nochmal den Ingenieursblick benutzen sollen. Oder, ja doch, da drüben Rinde und Späne. Das hier ist anscheinend für gar nichts da. Also hier. Hier oben ist auch der Kran. Wir stellen die also bloß drunter. Okay, wir haben es rausgefunden. Tut mir leid für die Beleidigung, liebes Spiel. Ich nehme alles wieder zurück. Ach, ich liebe diesen LKW. Wir behalten den. Da erst mal einer nachweisen, dass das nicht unserer ist. Er hat mir den Fahrzeugbrief mitgegeben. Komm schon. Okay. Achso, wir müssen wahrscheinlich daneben fahren. Ach Mensch, das Ding lässt sich auch rückwärts schön rangieren. Ein Traum. Ich habe mich verliebt. Verkaufe 5 Paletten für 1500.
Also kriegen wir genau 300 pro Palette, so stand's drin. Verkaufen. Und schaut mal oben. Bam, 2480, wir haben's geschafft. Ein großer Schritt. Für uns, aber nur ein kleiner für die Menschheit. Fahrzeughändler. Das wird unser nächster Punkt. Da müssen wir hin. Wir fahren hier vorne wieder raus. Diesmal aber links rum. Und dann kommen wir auch direkt dran vorbei. Ich finde es witzig, dass er sagt, dass er den besten Preis weit und breit hat. Dürfen nicht ganz so schnell an die Tore ranfahren. Die brauchen immer einen kleinen Moment. Ja, finde ich ein bisschen witzig, weil ich glaube, einen anderen Händler gibt es gar nicht. Da würde ich das auch immer sagen. Bloß so einen kleinen Konsum auf dem Dorf hast. Wir haben hier den besten Preis im ganzen Dorf. Oh, oh, Überholmanöver in der Kurve. Ui, nicht so gut. Aber ist ja nicht unserer. Egal. Hier drüben. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht gleich mal die Gelegenheit nutzen sollten und überall mal auf die Grundstücke laufen. Ein paar neue Leute kennenlernen. Aber ich bin gerade so gehypt. Vom Bretter herstellen, trocknen und verkaufen. Hier ist er doch, dass ich damit am liebsten weitermachen würde. Wir gucken mal. Einmal hier geparkt. Müssen uns nur merken, dass er hier stand. Was haben wir hier Schönes? Was ist mit E? Kaufen. 18.000. Passen 11.000 Kilo rein. Also ein bisschen mehr als 1 Euro pro Kilo. Ha. Okay. 18.000. Nur für so einen Anhänger. Oh, oh. Und da vorne, das ist derselbe LKW wie der hier, ne? Ja. Oh, ich will gar nicht wissen, was der kostet. 24.000. Für eine gute Pritsche. Was? Ach, Motorstärke 150 PS, 60 Liter Tank, Übersetzung Automatik. Wir könnten auch 12.000 zahlen und 24.000 Sozialpunkte. Also mit Sozialpunkten können wir uns tatsächlich bewerfen aktuell, aber 12.000, uiuiui. Das dauert natürlich noch. Was haben wir hier Schönes? Ist auch noch so ein Ding für Holzstämme, aber der ist ein bisschen breiter, ne? Und der hat doch so eine coolen Dinger hier an der Seite. Kann es einfach nicht für sich behalten. Also die gehen zumindest höher. Sieht so aus, als könnte man mehr damit mitnehmen. Wir gucken mal. Steht was da? Anhänger, Selbstlader, Holzanhänger 21.000. Steht aber nichts da, was das Ding für ein Fassungsvermögen hat von Stämmen. Sind aber natürlich auch alle nicht gleich dick. Den Traktor hier haben wir schon. Genau. Der hat 102 PS, einen 100 Liter Tank. Ach, und das ist die Übersetzung, dieses CVT. Das, was ich einmal umgestellt habe und ich krieg's nicht mehr weg. Und bis heute nicht weiß, was das Ding... Also was da der große Unterschied ist, müsste ich vielleicht auch nochmal googeln. 68.000 würde der kosten. Und den haben wir geschenkt bekommen. Oder haben wir doch einen schlechteren? Müssen uns das mal merken. Aber wir können wir uns bei unserem Traktor anzeigen lassen, wie viel PS? Ich glaube nicht. Naja, der hat 102. Und der hier drüben hat 100. Und kostet 76.000. Ich verstehe nicht ganz, was der Unterschied ist. 176.000 und der ist sogar günstiger, hat aber 102 PS. Tank und Übersetzung ist dieselbe. Wer weiß, ansonsten gibt es hier noch einen Anhänger. Und das war's dann schon fast, oder? Jo, also das, was er anzubieten hat, das war's dann. Ich hätte zwar gerne Beratung gehabt, aber anscheinend hat ja keiner Lust zu verkaufen. Bei Tires Wheels. 24/7 geöffnet, ja, das sehe ich. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich kann 24/7 mir den ganzen Spaß ja selber durchlesen, aber das heißt ja nicht, dass es geöffnet ist. Okay. Wie viel waren es? Es waren 24.000, ne? Und 12.000 Sozialpunkte. Und dafür... 24.000 Sozialpunkte und dafür nur 12.000. Also ich glaube, wir machen das dann mit den Sozialpunkten. Zumindest habe ich noch keinen anderen Zweck gesehen dafür. Welche noch? Nö. Also müssen wir auf 12.000 kommen. Wir müssen mal noch schauen wegen der Späne, was es damit auf sich hat.
weiß gar nicht, ob wir die aktuell nicht produzieren, weil die Baumbearbeitung oder Holzverarbeitung oder wie auch immer das hier im Menü hieß. Wir gucken nochmal kurz. Oh nein, ein Abschleppwagen. Oh, ich komme leider nicht in das Menü, wenn wir Auto fahren. Jetzt. Baumverarbeitung. So, vielleicht liegt es daran, dass das erst repariert sein muss oder vielleicht haben wir das auch schon. Wird er dann mit einem Anhänger, denke ich mal, transportiert und einen Anhänger haben wir auch schon. Naja, wir gucken mal. Weil das bringt ja auch nochmal ordentlich Geld. Deswegen würde ich es auch sehr gern verkaufen. Also wir werden auf jeden Fall alles, was wir fällen, erstmal in Bretter umwandeln. Weil wir nicht unendlich viel Gebiet haben. Und damit halt auch nicht unendlich viel Bäume. Also müssen wir schon so viel wie möglich aus dem Vorhandenen rausholen. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn wir alle Bäume auf unseren Grundstücken gefällt haben und das Geld aber für was anderes ausgeben. Wie sieht es tanktechnisch aus? 97%. Ich werde etwas hungrig. Na, dann gibt es doch mal ein alkoholfreies am Steuer. Oh, geht sogar. Trink ein Bier. Lässt das Spiel sogar zu. Nö, aber macht er nicht. Geht doch nicht während der Fahrt. Jetzt. Alkoholfreies darf man trinken. Lasst mal gucken, was der ganze Spaß kostet, wenn wir tanken. Enter Tankstelle. Deine Maschine Pritsche. Gefüllt 58 Liter. Wir haben 60. Geld 1,50 Euro pro Liter. Schweinerei. Da gehen wir doch lieber wieder Freitagnachmittag. Da wird es günstiger. Verkaufspreis 1,50 Euro. Kaufen 1,8 Liter für 2,69 Euro. Großhandelspreis. Was kaufen 1000 Liter im eigenen Tank? Ach, das können wir dann höchstwahrscheinlich bei uns reinfüllen in unsere eigene Betankungsanlage. Und da zahlen wir bloß 1,20 Euro. Ja, aber 1000 Liter, überlegt mal. Das sind ja dann 1200 Euro. Nö. Die gebe ich jetzt nicht aus. Das ist die Hälfte von dem Geld, was wir haben. Nö, nö, nö. Vorher möchte ich mir ganz gern erstmal ein bisschen was kaufen. Also eigentlich hier diesen LKW oder die Pritsche. Wir nennen ihn jetzt einfach die Pritsche. Dann passiert mir das vielleicht auch nicht mehr, dass ich die ganze Zeit Transporter sage. Ja, kostet eine ganze Menge Geld. 12.000 und halt auch noch Sozialpunkte. Ich weiß nicht, wollen wir es wirklich ausgeben oder lassen wir die Quest mit dem James einfach so lange, dass wir die nicht erfüllen? Dann kommen wir zwar erstmal nicht unbedingt weiter mit der Story, aber wir haben erstmal keine 12.000 Ausgaben und könnten uns hier mehr Waldstücke kaufen. Naja, mal gucken. Ein bisschen würde ich den noch behalten. Ach, nicht, dass der uns den dann schenkt. Das wäre natürlich auch cool, aber ich glaube es fast nicht. Naja, kriegen wir alles noch raus. LKW kommt erstmal wieder hier hin. Wir parken den hier einmal um die Ecke. So. Bretter hatten wir ja alle drin. Warum ist denn jetzt hier wieder... Ach nee, wir hatten ja neue schon reingeworfen, genau. Also packen wir die noch schnell in die Trocknungsanlage. Lasst mich mal gucken. Na, die sind alle bei 70, das heißt, wir legen uns nochmal eine Woche hin, die sind auch bei 70. Und hier war noch zwei drin bei 72, okay. Also hauen wir uns eine Woche hin. Und dann eventuell nochmal eine Nacht, dann sind die auch trocken. Oder wir legen uns einfach zwei Wochen hin, nachdem wir die jetzt noch reingepackt haben. Mal gucken. Weiß gar nicht, warum die schon wieder auf 70 runter sind. Schon wieder drei Tage verbracht? Oder trocknen die schneller, wenn wir nicht schlafen? Ich denke mal eher, dass wir tatsächlich schon drei Tage verbracht haben. Vielleicht trocknen die auch schneller, wenn wir die nicht komplett voll machen. Ah, das glaube ich nicht. Also das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir die Trocknungsanlage eventuell verbessern könnten. Dass das alles etwas zügiger funktioniert. Das wäre sehr, sehr schön.
Da würde ich sogar eine ganze Menge Geld für ausgeben. Mal schauen. Aber hey, wir sind so langsam da angekommen, was das Spiel eigentlich ist. Die ganzen ersten Quests waren ja nur dafür, dass wir die Geräte bekommen. Es wird sicherlich die ganze Zeit noch nebenbei Quests geben. Aber jetzt bloß hier anfangen, Bäume zu fällen und die ganze Zeit hin und her zu fahren, macht ja auch keinen Sinn. Also macht schon Sinn, aber wird natürlich auf Dauer auch etwas langweilig, auch wenn es natürlich ein Simulator ist. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Ich bin mal gespannt, ob wir dann wirklich noch komplett neue Gebäude und so weiter bauen können. Aber es stand ja mal da, dass wir mit den Brettern dann neue Gebäude bauen können. Ich bin einfach generell gespannt darauf, wie groß das Spiel insgesamt ist, wie viele Möglichkeiten wir noch bekommen, den ganzen Spaß hier auszubauen. Oder ob es dann doch bloß die paar Anhänger sind oder die paar Autos, LKWs, die wir gerade gesehen haben. Und das hier. Ah, das wäre ein bisschen schade. Ich hoffe doch sehr, dass es vielleicht noch einen Autohändler gibt. Aber ich glaube, wir sind schon mal an einem anderen vorbeigefahren. Und eventuell noch etwas andere Geräte. Und auch schönere Anlagen, die wir noch bauen können. Ah, guck mal. Das sieht doch fast aus wie die Holzspäne hier. Silo für Holzspäne, genau, 3400 Kilo sind drin. Wie viel kriegen wir denn mit unserem Anhänger weg? Wo ist denn unser Anhänger überhaupt? Wir hatten doch... Hatten wir einen Anhänger? Ja, wir hatten einen Anhänger. Lass mich mal gucken. Oder bin ich jetzt doof? Es tut mir leid, es ist schon wieder ein ganz paar Tage her. Ich hatte etwas längere Pause zwischendurch. Von den ganzen letzten Let's Plays, wir haben den Anhänger doch gleich am Anfang bekommen. Oder bin ich gerade, nee, ich bin nicht doof. Wir haben den Anhänger bekommen. Alte Maschine, das war der Traktor. Haben wir den überhaupt schon abgeholt, den Anhänger? Alte Maschine, alter Trailer. Das ist er doch, wir haben den glaube ich noch gar nicht abgeholt. Dafür haben wir doch eine ganze Menge gearbeitet, auf jeden Fall. Hey, wir machen jetzt mal, was die große Aufgabe, repariere alle Hofgebäude. Ach, das sind dann die hier. Da gibt's nochmal richtig viel Sozialpunkte für. Wir machen uns jetzt nochmal hier hinein, koppeln das Ding ab. Ach, und jetzt wieder dieses unwendige Teil, was so langsam fährt. Das ist echt ein Grauen, wenn man davor den LKW fahren durfte. Und dann wäre es besser, wenn wir jetzt hier hochfahren, ja, ne? Hier hoch und die nächste rechts. Okay. Dann lasst uns mal den Anhänger abholen. Ich war mir jetzt gerade wirklich nicht mehr sicher, ob wir einen haben. Dann packen wir die Holzspäne da rein und fahren das vielleicht auch schon mal direkt zum Verkaufen. Ich würde bloß ganz gerne mal wissen, wie viel der lädt. Eventuell sind es ja bloß 3000, dass wir es gar nicht voll kriegen. Dann würden wir es natürlich herausfinden. Falls da aber mehr reinpasst, dann kriegen wir das erst später mit. Oder wir können uns eventuell doch noch Fahrzeugdetails angucken und ich habe das Menü dafür einfach noch nicht gefunden. Kann alles sein, werden wir noch rauskriegen. Da habe ich keine Angst, dass das für immer verborgen bleibt. Ach, ist das Ding lahm. Das ist echt schlimm, wenn man vorher den LKW gefahren ist. Aber cool, dass der LKW so schnell unterwegs ist, weil es ist ja doch schon eine ganz schöne Strecke. Bis zum Holzverkauf. Das macht uns das Leben doch etwas einfacher. Ui, Entschuldigung. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Karte. Wie sah denn der Autohändler aus? Hatte der denn hier Fahrzeughändler? Das ist so ein Nein! Wollte ich doch gar nicht. Da sind wir beim James. Schnell weg. Nicht, dass er seinen LKW wieder will. Ach, warum habe ich denn jetzt da drauf gedrückt? So, wo steht denn unser? Hier steht unser. Knappe Geschichte. Ich wollte eigentlich bloß mal gucken, ob es noch einen Fahrzeughändler gibt. Das sind bloß die Stämme abwerfen Dinger. Ja, hier oben gleich. Ah, genau, hier sind wir nämlich auch dran vorbeigefahren. Aber ich dachte, das ist dieselbe Kette. Also werden die höchstwahrscheinlich vielleicht auch dieselben Fahrzeuge haben. Wir machen mal einen kurzen Abstecher hier rüber. Würde bloß gerne wissen, ob es hier andere Fahrzeuge gibt oder nicht. Doch.
Oh, eine G-Klasse. Schaut euch mal die geile G-Klasse an. Ja, geil. Ja, sehr schön. Okay, das motiviert doch auf jeden Fall zum Weitermachen. Was kostet denn der Spaß hier? Pickup 4x4. Was, nur 12.000? Aber günstig. Den holen wir uns. Also nicht jetzt, aber Gabelstapler haben wir geschenkt bekommen. Würde 4.000 kosten, das geht auch noch. Was ist denn das Geiles? Cool. Nein. Steht das nicht zum Verkauf? Kannst nicht anwählen. Ach Mist. Ey, was ist denn das? Ein Buggy. 14.000. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden zwischen G-Klasse oder Buggy. Der Buggy fetzt natürlich auch. Damit sind wir hier der King in der Hut. Schön. Das steht leider noch nicht zum Verkauf. Kommt hoffentlich später noch. Dass wir einfach noch nicht so weit sind. Weil damit können wir natürlich ordentlich was machen. Und hier hinten. Okay. Was haben wir? Oh, können wir auch noch nicht anwählen. Sollen wir wahrscheinlich einfach noch nicht sehen. Kommt alles später noch, denke ich mal. Oh, Anhänger ging. Ist das der, den wir... Ne, wir haben den anderen, ne? Ich glaube, unserer ist schlechter. Wie viel nimmt denn der? 11.000 Kilo würde der aufnehmen. Ein Fliegel DK 11088. Und hier haben wir... Auch ein 11088. Okay. Den Lindner 90 kennen wir schon. Das ist auch nochmal 144 PS, 90.000, aber hallo. 145 Liter Tank. Geil, geil. Das wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Jetzt haben wir doch ein Ziel vor Augen. Ich möchte einmal alles haben. Das wird unser kompletter Fuhrpark. Also der Händler ist ja um einiges cooler. Obwohl ist es derselbe? Ja, Tires Wheels. Aber der hat ja um einiges coolere Sachen. Hier stehen so schöne Dinger und wir müssen damit wegfahren. Das ist etwas traurig. Naja, wir sind schon wieder bei einem Folgenende angekommen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich bin sehr, sehr motiviert, hier weiterzumachen. Gerade wenn ich jetzt sehe, einerseits wie teuer das ist, aber halt auch generell sehe, was wir noch für Möglichkeiten besitzen, uns das Leben hier einfacher und luxuriöser zu gestalten. Wir sehen uns dann morgen 20 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.